Hallo ihr Lieben und willkommen zu Autumn Dream, dem Herbsttraumspiel. Auf Russisch und Englisch haben wir es, auf Kyrillisch und Englisch. So, und wir starten mal rein in ein New Game. Mal schauen, mal schauen. Ah, well, I got the hunting house, yeah. Spent here a few days, wir sollen da eine Weile bleiben. Also laut Unterlagen sollen wir da eine Weile bleiben. The main needs basement and don't get out the house. Okay, nicht im Keller und nicht außerhalb des Hauses nachts gehen. Oh. Oh, Herbst. Oh, richtig schöner Herbst. Richtig schöner Herbst. This place looks wonderfully. Bisschen abgelegen, ne? Aber. Und hier so ein. Yay! Können wir darauf? Dreh dich! Dreh dich! Was haben wir denn hier draußen noch? Hier haben wir ein Well. Ein Brunnen. Ist recht dunkel. Haben wir eine Flashlight? Nee. Ist ruhig auf einmal. Hier haben wir ein mega fettes Spinnennetz. Okay, es bleibt einfach da. Na denn, hallo. Hallo? Klingel nochmal. Nochmal geht nicht. Da hängt ein Zettel. Keiner da? Was steht denn hier? Oh. Willkommen! Deine Aufgabe ist es, das Haus für eine Woche zu pflegen und im Schuss zu halten. After House Brigette. Laut richterlicher Verfügung gehört das Haus dann dir? Don't go down to the base. Also nicht in den Keller gehen and don't go outside the court at night. Have a nice holiday. Okay, also wir sollen hier eine Woche lang übernachten. Und sollen nicht in den Keller gehen. Und nicht das nachts draußen rumlaufen. Vielleicht wilde Tiere. Ich weiß nicht, wenn wir hier so einsam in so einem Wald sind. Na denn, schauen wir uns doch die Hütte mal an. Hat irgendwie was, ne? Schon ein bisschen scary, aber. So, mach mal auf. I need a key. I need a key. Wir brauchen einen Key. Haben wir ein Inventar? Oh, ich habe eine FPS-Anzeige. Fenster einschlagen. Geht nicht. Da müssen wir erstmal einen Schlüssel suchen. Krähen. Oh. Naja, ist ja. Naja, okay, komm. Was soll man sagen? So, dann geh mal hier rein. I'm hungry. Was? Er ist hungrig? Du sollst ja auch nicht die Türklingel, die Türklinke essen. Mach mal auf hier. Was ist denn das? Ich will die Tür aufmachen und er sagt, er ist hungrig. Okay. Da ist noch so ein Wasserspeicher. Eine Toilette. Können wir hier. Fred and Andy's. Toy-Katalog. Okay. Ein Spielekatalog. Ah! Ah! Ah, man kann crouchen. Ich dachte gerade, es ist ein Totenkopf. Glücklicherweise nicht. Okay, wir haben den Key. Und hier haben wir Fässer und ist das der Keller? Da dürfen wir nicht rein, oder wie? Hä? Anita Key, haben wir doch. Ich will da jetzt rein. Jetzt bin ich neugierig.
So, dann schauen wir mal da drin. Da liegen irgendwelche Dokumente. Ach hey, ich hoffe, ich kriege das hin mit der Übersetzung. Wahrscheinlich nicht. Aber dann könnt ihr euch das ja selber übersetzen. Ich gebe mein Bestes. So, okay, kommen wir jetzt rein. Warum geht denn das nicht weg? Ich dachte, das geht weg, wenn wir da durchlaufen. Okay, mach mal auf. Mach mal auf. Können wir es auch wieder zumachen? Tick. Tack, tick, tack, tick, tack. Voll Psycho. Voll Psycho! Matches, Streichhölzer. Okay, wir gucken uns erstmal hier um. Oh Gott, das ist der Schlüssel zum Keller. Remember what's written here. Also erinnere dich dran, was hier geschrieben wurde. Ja, Gott. This hunting house by. Not simple. It knows it. Soon. Okay, da ist irgendjemand gestorben und wir haben das Haus anscheinend geerbt oder sie sind dabei, es zu erben. So they will give you this ha for you and they will I can't tell all the things to you. Okay, kann mir nicht alles darüber erzählen, but I can just say one thing. Aber er kann eine Sache mit Sicherheit sagen. Anywhere. Never go down to the basement. Niemals in den Keller gehen. As soon as time passed, you must see and forget about that house. Take care, pass auf. Okay, ja, am besten ist es, wenn wir das Haus einfach vergessen würden und hier. Your loving aunt LG. Okay. Also er warnt uns auch wieder vor dem Keller. Lässt uns aber den Schlüssel da. Weißt du, du lässt jemanden einen Schlüssel da und dann schreibst du daneben, aber geh da niemals rein. Dann gib mir doch nicht den Schlüssel dafür. Vernichte doch den Schlüssel, dann geht da auch keiner rein. Zumindest nicht so schnell. Okay, und hier haben wir Matches. Können wir die auch? Oh. So much better. Alter. Was ist denn das für eine Animation von dem Feuer? Blink, 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 blink. Volles Partyfeuer. So Blitzlicht. Blitzlicht. Ist sowas heute noch in? Blitzlicht in Diskotheken? Dass man sich so bewegt. Damals war das ja der Brüller. Nebel und Blitzlicht. Da bist du in jede Disco gegangen und konntest gar nichts mehr sehen, weil einfach alles voll mit Nebel gepumpt war. Was stand da jetzt? I'm hungry? Es geht so schnell weg. Ich dachte, ich kann das selber wegdrücken. So, hier haben wir noch ein Radio. Na, ob wir hier was zu essen finden? Was sagt denn das Radio? Kein Empfang. Ich wollte hier ein Bier mir zapfen. Erstmal hier auf unser neues Haus zur Einweihung. Er macht immer das Radio an. Okay, vielleicht, ich habe gerade überlegt, können wir hier so ein Ding uns mitnehmen? Nee. Vielleicht so eine Kerze vorm Kamin, die würde doch total wegschmelzen, oder? Die Uhr, können wir die ausmachen? Nee, können wir auch nichts mitmachen. Der Schlüssel, der ist vielleicht gar nicht für den Keller, sondern fürs erste Stockwerk. Hier war ja noch was. Mal gucken, was da oben so ist. Dann lassen wir den Keller erstmal Keller sein. Nein, er ist anscheinend doch für den Keller. Warum sollte ich das jetzt tun? Warum sollte ich in diesen Keller jetzt gehen? Können wir hier nicht jetzt einfach irgendwie uns mal auf die Couch setzen und ein bisschen chillen? Ja. Auf der. Oh, keine Ahnung. Pompel die Bompel Couch. Die haben wir so einen Hexenkessel. Okay, dann gehen wir mal zum Basement, ne? Noch ist es Tag, noch dürfen wir raus. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren soll.
Probieren es mal aus. Hier soll ich. Ich will nicht. Aber das Essen. Ich muss doch hier. Ach, da geht's noch tiefer. Da dürfen wir nicht rein. Okay. Hier haben wir unser Essen. Oh, Alter. Aber ordentlich. Ja, da kommen wir doch eine Woche mit aus, ne? Hier lecker Tee. Tomaten. Mais. Spinat oder was ist das? Okay, was nehmen wir uns denn? Das nehmen wir uns oder was? Eine so eine eklige Banane. Was? Guck dich mal um hier, Alter. Du hast hier voll die lecker Sachen. Und du nimmst dir so eine gammelige Banane? Okay. Und mehr können wir hier jetzt aber gerade nicht machen. Der schwarze Krähenkaffee, Black Crow Coffee. Bin neugierig. Ist abgeschlossen? Doors locked. Okay. Die Tür, in die wir nicht rein dürfen oder tunlichst vermeiden sollten. Okay, komm, wir gehen mal wieder nach oben. Können wir hier wieder zumachen? Nee, er lässt einfach alles so, wie es ist. Habe ich denn ein Inventar oder sowas? Nee, ne? Glaube nicht. Noch ist es recht angenehm hier. Mit dem Blinkefeuer. Was machen wir denn jetzt aber? Tja, wie komme ich denn da oben in diesem Raum? Habe ich denn irgendwie eine. Oh. Ah! Mein Wecker klingelt. Habe ich denn eine Quest oder sowas? Oh, man kann sich nach rechts und links lehnen. Warte mal, ich muss mal eben. Continue. Gibt es hier keine Save Quit? Nee, Continue. Es gibt keine Tastenbelegung. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich eine Banane. Ach, vielleicht kann er jetzt nach oben gehen, weil er jetzt eine Banane hat. Er sagt ja hier immer, I'm hungry. Ah, alles klar. I need to sleep. Jetzt ist der Gute schon müde. Es ist ja noch hell draußen. Ich höre irgendwie Fliegen. Okay, ihr Lieben. Fettes Kreuz da. Und hier haben wir noch einen Tag. Was? I was woken up at night by doorbell. Okay, irgendjemand hat nachts an der Tür geklingelt. I need to check what is the problem. Er muss nachgucken, wo das Problem liegt. The house looks terrible. Es sieht sehr gruselig oder ja, terrible. Also es sieht halt anders in der Nacht aus. Die Musik auch. Und dieser. Okay, da hat uns jemand ein Fass angemalt und einen Cowboy-Hut draufgesetzt. Ey, wir sollten nachts nicht rausgehen. Was ist denn das hier? Nimm das Kreuz mit, bewaffne dich. Alter, was für ein Bett, ne? Der Arme. Ja, jemand klingelt an der Tür, aber wir sollen doch nicht raus. Wir sollen nicht raus. Wer klingelt denn da? Tür ist zu. Ich will nicht raus. Er hat gesagt, wir sollen nachts nicht rausgehen.
klingelt denn da? Ich glaube, wir müssen raus. Draußen peitscht der Wind. Gott. Ja, ich komme ja schon. Was für eine Tür, ne? Ich komme gar nicht mehr raus. Können wir die mitnehmen, die Lampe? Nee. Hä? Okay, wir gehen einfach durch die Tür durch. Boah, es ist duster. Ich sehe gar nichts. Boah, ich habe Angst, dass jetzt ein Jumpscare kommt. Ich gucke mir das nicht an. I need to check. Backyard. Machen wir gleich. Erst. Was? Irgendjemand verarscht dich oder was? Ja, sieht so aus, ne? Was denn? Wir gucken erstmal unten im Haus. Nicht, dass hier jemand drin ist. Das Feuer blinkt immer noch. Hä? Wer klingelt hier? Creepy. Okay, ihr Lieben. Hinten schauen wir uns dann aber erst in der nächsten Runde um. Es war so schön angefangen und jetzt hier, guck's dir an, ey. Wo ist hier der Herbsttraum? Das ist ein Herbstalbtraum. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Autumn Dreams. Bis denn. Bye, bye. Tür zu. Besser.